Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist sehr, sehr lange her, ich weiß. Aber ich dachte mir heute mal, es wird mal wieder Zeit. Wie ihr es schon gesehen habt, ist das Thema heute die 20er. Falls ihr etwas regelmäßiger was von mir sehen wollt, dann schaut gerne bei meinem TikTok vorbei. Das habe ich unten verlinkt, beziehungsweise halt hingeschrieben, wie ich da heiße. Ja, weil es ist leichter für mich, in TikTok zu drehen mit der Ausbildung, als jede Woche ein YouTube-Video oder immer wieder ein YouTube-Video. Deswegen schaut da gerne vorbei, weil da lade ich, ich glaube, ja doch täglich. Es kommt mal ein Tag dazwischen, wo ich nichts hochlade, ja. Aber ich lade eigentlich täglich was hoch. Genau, also sozusagen, wenn ihr regelmäßig was von mir sehen wollt, dann schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und nebenbei, ich habe hier einen Blog mit Notizen. Also wenn ich mal runterschaue oder sowas, dann hat es den Grund, dass ich sozusagen versuche, das Video mal etwas geordneter zu machen als manche andere. Aber ich glaube, ich schreibe eigentlich immer Notizen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich hier meinen Blog. Also wenn ich runterschaue, ist das der Grund. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit dem Video an. Damit ihr mal so ein bisschen versteht, woher sozusagen meine Perspektive kommt oder meine Meinung halt kommt oder wie sich sozusagen bei mir das entwickelt hat, gebe ich mal kurz eine Kurzfassung von wie meine 20er bis jetzt waren. Und zwar habe ich eine Ausbildung angefangen, mit 20, habe die dann aber auch wieder abgebrochen jetzt im Februar. Und ja, das war alles ein bisschen viel. Genau, und ja, da hat sich auch für mich sozusagen im Kopf einiges geändert, also sozusagen mein Mindset, was ich über einige Dinge denke, hat sich verändert oder beziehungsweise ich habe mich für mehr Themen interessiert. Ich merke zum Beispiel, dass sich, wie gesagt, mein Mindset geändert hat, also, wie beschreibe ich das jetzt? Ich denke anders über das Leben. Also ich sag mal, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, ich bin schon immer eine positive Person, so, aber ja, irgendwas hat sich trotzdem in den anderthalb Jahren oder, also ich meine, von sozusagen dem Aus, also von sozusagen seit dem Ausbildungsanfang bis halt jetzt, sind jetzt, naja, okay, 2 Jahre sind vergangen. Aber ja, da hat sich mein Mindset auch sozusagen weiterentwickelt, wie gesagt, indem ich für mich halt gemerkt habe, dass ja auch durch schlechte Zeiten können wieder positive kommen und auch am Ende des Tages muss man es auch so sehen, erst durch die negativen Zeiten, so schade wie es ist, lernt man die positiven zu schätzen. Genau. Ich arbeite noch dran, aber ich achte weniger auf die Meinung der anderen, weil ich jetzt durch den Ausbildungsabbruch wirklich gemerkt habe, jede Person hat irgendwo eine Meinung zu dem Leben der anderen, aber am Ende des Tages muss man selber glücklich sein mit den Entscheidungen, die man trifft, beziehungsweise mit dem Leben, das man lebt. Und ja, weil zum Beispiel bei mir haben viele gefragt, wieso ich es mache oder sonstige Fragen dazu gestellt, wo ich gesagt habe, es war nicht meins, die Ausbildung. Und ja. Ich habe gemerkt, dass es, ich will nicht sagen, dass es normal wird, aber man merkt einfach, dass es dazugehört, Menschen sozusagen zu verlieren. Also zum Beispiel, dass man sich mit Freunden auseinanderlebt. Ja, das gehört wirklich dazu. Also es klingt echt schade und man denkt nicht so viel drüber nach, so wenn man, ich sag mal, jung ist. Natürlich ist 22, ich bin jetzt nicht alt oder so, aber ich meine jetzt so mit 16 oder 18 habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Über Freundschaften, wisst ihr, was ich meine? Also heute ist es ist nicht normal, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Schock, wenn ich sage, ja, mit der Freundin war es halt nicht so. Also die Freundschaft ging halt auseinander und es gehört dazu so. Also ja, ist natürlich immer schade und natürlich ist es auch traurig und ja, aber wie gesagt, es gehört dazu. Und natürlich vermisse ich dann irgendwann sozusagen die Leute, die mal in meinem Leben waren, so, aber es werden wieder neue Leute kommen und natürlich am Ende hat keine Person, gibt dir das Versprechen, für immer in deinem Leben zu sein, so, aber ich würde sagen, man hat trotzdem, ja, ich denke, umso älter man wird, trotzdem bleiben dann die Freundschaften irgendwie länger oder man merkt dann schon so, wer sozusagen trotzdem am Ende länger im Leben ist als andere Personen, die man halt vorher sozusagen im Leben gekannt hat.
Versteht man, was ich gerade sagen will? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann kommentiert es mal bitte. Okay, ja, die richtigen Menschen finden. Ich würde sagen, das passiert ja auch in den 20ern. Also wie gesagt, ich glaube so von 18 bis so Mitte 20 ungefähr, also so 23, 24, 25, ich glaube so in diesen Jahren, da, ja, ich glaube, da lernt man sozusagen mehr so Personen kennen, die sozusagen nicht so ganz lang da sind, vielleicht ein Jahr, 2 Jahre. Aber ich denke sozusagen später dann, ja, da merkt man dann schon so, ja, diese Person sozusagen ist jetzt wahrscheinlich kontinuierlicher sozusagen, also ein kontinuierlicherer Teil in meinem Leben, als andere Menschen es halt vorher waren. Genau. Man findet heraus, was man will. Also zum Beispiel, ich habe es für mich herausgefunden, was ich will. Oder natürlich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie das alles im Leben laufen wird. Dass ich jetzt eher, ich weiß sozusagen, was ich in den nächsten 10 Jahren erreicht haben will. Und dass das, ja, dafür, dass ich sozusagen halt meine Ziele. Genau, ich habe auch herausgefunden, was ich nicht will. Was für mich nichts ist. Und das, ich denke mal so, man findet trotzdem natürlich noch im Leben heraus, was man will. Wie gesagt, ich bin 22, also wer weiß, wie, was ich, natürlich, also ich denke schon, ich kann mir, also ich will schon sozusagen die Dinge, die ich jetzt will, will ich auch noch in ein paar Jahren, also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber natürlich sozusagen entwickelt sich das Ganze noch. Man lernt immer nur dazu. Man ist nie zu alt zum Lernen. Von daher, who knows what's gonna happen. Ja. Du lernst viel über dich selbst. Ja. Also wirklich, ich habe schon sehr viel über mich selbst herausgefunden. Besonders jetzt, nachdem ich abgebrochen hatte, meine Ausbildung. Das war sehr, ein sehr selbstreflektierendes halbes Jahr. Also ich saß nicht nur zu Hause, ich war auch arbeiten und habe Praktika gemacht, so, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht und ja, ich glaube, dadurch habe ich sozusagen auch herausgefunden, was ich will und ja, was ich nicht will. Und wie gesagt, auch viele haben mich selbst herausgefunden. Deswegen ja auch, deswegen habe ich ja gerade mich nochmal wiederholt, was ich will, was ich nicht will. Ja. Ich dachte irgendwie, ich habe mehr Plan in dem Video, aber irgendwie nicht so ganz, wie ich es gedacht habe. Ne? Leute, ne? Sprüche. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Sprüche. Ich wirklich, ich habe so, 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 so viele Sprüche auf meinem Handy. Also wahrscheinlich, und mir ist gerade ein bisschen frisch. Ich glaube, ich habe ungefähr, na, vielleicht nicht die Hälfte, aber bestimmt ein Drittel oder so von meinen ganzen Bildern auf dem Handy. Und ich habe, ich weiß nicht genau, ich habe irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Bilder auf dem Handy. Also ja, sehr viele, I know, I know, I know. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich so, okay, vielleicht nicht ein Drittel, vielleicht ungefähr ein Viertel an meinen Bildern sind Sprüche. Also ja, ich liebe Sprüche. Genau, von daher, ja, und ich habe auch jetzt noch nicht wieder eins gefunden. Ich schaue mal, ob ich das einfügen kann. Das war ein Bild von Pinterest und da stand, von 18 bis 25 ist es so, lebst du dein Leben so, als hättest du dir einen, also würdest du sozusagen ein Computerspiel spielen, ohne dir, ja, die Anleitung halt durchgelesen zu haben, aber du rennst einfach nur vor und hast keine Ahnung, was sozusagen passiert, wie es läuft. Und es stimmt halt wirklich. Also wenn ich das Bild eingefügt bekomme, seht ihr es gleich nochmal. Das ist einfach nur das Gleiche, was ich gerade wiedergegeben habe. Ja. Ein Teil, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Teil. Also für mich selbst ist es wichtig, sich selbst lieben lernen. Ist ein ganz, ganz großer Teil und es dauert. Also, wie gesagt, ich habe im Februar abgebrochen und ich bin auf jeden Fall um einiges weiter, als ich letztes Jahr war. Einfach, weil ich mich um einiges mehr auch jetzt darauf konzentriere, auch jetzt, wo ich die neue Ausbildung begonnen habe. Aber trotzdem merke ich, dass, also ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, weiter, aber es ist ein Prozess. Also, es ist schwierig.
Weil man ja von der Gesellschaft, weil ja der gesellschaftliche Einfluss ist ja enorm. Also das kann ich wirklich immer nur wieder sagen. Also das merkt meine beste Freundin auch immer wieder bei mir, wenn ich irgendwie was sage und dann ist sie so, bisschen noch von der Gesellschaft sowas, ne? Und es gehört dazu, aber deswegen bin ich auch sozusagen froh, dass ich mich halt, muss kurz meine Beine, bin ich halt auch so froh, dass ich sozusagen jetzt so einen, nicht in den Mindset-Wechsel hatte sozusagen, aber mich da auch so weiterentwickelt habe, dass ich jetzt halt wirklich so darüber reden kann, wie ich darüber reden kann. Und ich werde immer bequemer. Also natürlich kann ich es, natürlich, ich kann jetzt, ich sage jetzt ehrlich, ich kann noch nicht mich vor den Spiegel stellen und sagen, ich finde mich unfassbar toll, ich liebe mich 100%. Nein, aber es ist ein Prozess und ich sag mal so, am Ende wird, es kann mir niemand erzählen oder es gibt niemanden, der keine Person, die sich jeden Tag vor den Spiegel stellen kann und sagen kann, ich liebe dich oder ich liebe mich. Es ist jeden Tag anders. Also jeder hat Ups und Downs. Also jeder stellt sich jeden Tag vor den Spiegel und denkt sich, boah, Bombe. Und nächsten Tag denkt er sich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist normal. Es ist wirklich komplett normal. Es ist ein Prozess, er gehört dazu. Und ich denke, man arbeitet ja sein Leben lang sozusagen an sich. Und von daher, ja. Eine Sache noch. Mein Bock fällt gerade runter von meinem Bein. Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist bei mir selbst, weil ich es wirklich gemerkt habe, ist, dass man denkt sich immer so, also zum Beispiel war es bei mir so, dass ich mir immer gedacht habe, ja, alle anderen haben einen Plan vom Leben, nur ich nicht. Nein, das ist wirklich, es stimmt überhaupt nicht, also wirklich kompletter Bullshit. Weil jede Person in ihren 20ern, also die ich jetzt kennengelernt habe, niemand weiß sozusagen so richtig, wo der Weg die Person halt hinführt. Natürlich hat man einen Plan, man macht eine Ausbildung oder man studiert oder sonstiges, aber keiner hat so einen richtigen Plan vom Leben. Also wirklich. Es ist auch schwierig. Also woher soll man auch mit Anfang, Mitte 20 wissen, was man vom Leben will? Natürlich, wie gesagt, jede Person hat sozusagen so ihre Pläne. Das ist ja klar so, ne? Aber so einen richtigen Plan vom Leben, würde ich sagen, haben die wenigsten, wenn nicht sogar keiner. Also keine Person. Und die Leute sozusagen, die sagen, dass sie sozusagen wissen, dass sie sozusagen, ich wiederhole mich gerade super oft oder sage gerade sozusagen ganz oft, also sorry dafür. Aber die Leute, die meiner Meinung nach das halt sagen, vielleicht haben auch manche Leute einen Plan, kann gut sein, aber die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sagen alle, sie haben keinen Plan vom Leben. Also ist es schwierig. Weil wer weiß so richtig, wo das Leben einen hinführt? Das weiß niemand. Niemand weiß, was morgen ist, was übermorgen ist, was überübermorgen ist. Es weiß niemand. Und von daher ist es, wie gesagt, schwierig. Aber am Ende des Tages, Leute, macht euch keinen Druck. Niemand hat einen richtigen Plan, zumindest in den 20ern vom Rest. Kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen. Aber ja, niemand hat so einen richtigen Plan, was er oder sie oder halt die Person, ja, will. Okay, also ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu durcheinander und ihr konntet was daraus mitnehmen. Habt vielleicht für euch was gelernt oder habt selber Ratschläge, wie es halt ist in den 20ern. Könnt gerne mal eure Meinung unterschreiben, was ihr schon erlebt habt oder ja, wie gesagt, eure Meinung gerne mal teilen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass das Video nicht ganz so durcheinander war. Bei mir kam es jetzt schon ein bisschen durcheinander vor. Aber ja, irgendwo hat aber auch eine Ordnung drin, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.